Hallo Internet und willkommen zurück zu Skyrim. In der letzten Folge wurden wir zu den Grauwerken geschickt, den Übertragern der Stimme, der Stimmenmacht, und wir sind noch hier oben angekommen, haben schon unser erstes neues Wort gelernt, unseren ersten neuen Spruch, und sind nun dabei, unseren zweiten zu lernen. Wer spricht denn da? Hallo? Wer? Ah. Wohl. Can you hear the voice from within? Wohl. Yes! Jetzt kann ich brutal rumwulden und Whirlwind besprinten. So, soll ich den dazu zuerst mal anlegen? Magic Schreiometer, wo sind sie denn? Whirlwind Sprint, hier. Master Wulgar, so go ahead and demonstrate. Awesome, Schreiomanski. Das krieg ich auch hin. Ja, sicher. Ja. Sicher. Jetzt uns nichts ist. Heraus. Yes. Ha. Schnell wie der Wind. Gotta go fast. Indeed. Ja, ich weiß, ich habe schon ziemlich drauf. Ja, und jetzt? Meine letzte Probe. Ach, genau. Und zwar sind wir jetzt dazu beauftragt worden. Oder werden es gerade? Alles klar. Ja, das interessiert mich eigentlich ziemlich wenig, den er so zu besprechen hat. Wüsste, tell me about Huas, das ist nämlich alles mit. Genau, wir sollen jetzt das Horn von Jurfmurfbruf bringen, wie auch immer das ist. Das ist natürlich reichlich wenig. Auf jeden Fall hat er ein Horn. Also er hat es wahrscheinlich nicht mehr, da er schon tot ist. Okay. Und genau das wollen wir dem Home jetzt besorgen, was der damit macht. Wer weiß. Tatsache ist, ich werde es finden, ihm bringen und dabei jede Menge Monstern hauen auf die Schnauze dabei. Auf episches Quest. Ah, und eigentlich wollte ich auch noch die Vorräte hier reinbringen, die mir der Kollege von unten mitgegeben hat. Was ich letzte Mal etwas, naja, sagen wir mal, verpeilt, das ist vielleicht das falsche Wort, weil ich nicht tun konnte, da ein 5 Meter hoher und 3 Meter breiter Eistroll hinter mir her war. Hier. Zack. Complete. Jetzt ist der Homie aufhörlich. Ich könnte eigentlich mal schnell reisen nach unten. Ich habe keinen Bock, den ganzen Weg wieder zu latschen. Überraschung. Und dem Homer kann man Bescheid sagen, dass wir das gemacht haben und dabei fett, keine Ahnung, irgendwas, ein fettes, richtig derbes, straight to the ISO, Dankeschön von dem erhalten. Meine Erfahrungspunkte, Gold, Loot und so ein Scheiß, cool, aber ein richtig geiles Danke. Ist nicht zu steigern. Wo ist er denn, der Homie? Hey, ho, stopp! Ah, good to see you. That delivery go? Yep, ging alles ziemlich lässig. Quite a climb, wasn't it? Naja. Anyway, much appreciated. Here, take this for your troubles. Hier doch was. 500 Gold, okay, ich nehme alles zurück, Homie. Bist ziemlich cool unterwegs. 500 Gold, jetzt, also für den Anfang war noch gar nicht so wenig. Ich habe gerade mal 1000. Jetzt hat meine Goldvorräte spontan verdoppelt.
So, jetzt sollen wir als nächstes mal gucken, was wir für Quests haben. Miscellaneous, the Golden Claw, find the owner of the Golden Claw. Aha. Nein, eigentlich sollen wir das Horn von Jürgen Windcaller organisieren. Und genau das werden wir auch tun. Und genau dazu werden wir uns auch anzeigen lassen, wo wir da hin müssen. Und zwar da oben. Ach du Scheiße. Das ist ja am Arsch der Welt. Na, ich müsste eigentlich von Windhaus Arschingen, White Run aus, da mit der Kutsche hinfahren können. Es gibt auch so ein Fast-Traveling-System für Orte, die man noch nicht besucht hat. Und zwar könnt ihr euch... Oh, der will mich wieder anlabern. Der will... Wobei, irgendwas sagt mir, dass ich die Quest vielleicht annehmen sollte. Ja, brechen wir jetzt schon den... Okay. Ja. Okay. Und zwar... Aha. A Red Guard. Aha. Das ist aber interessant. Okay. Warum? Okay. Also, dein Ton gefällt mir schon mal gar nicht, Tommy. Und wen auch immer du suchst, ich werde sie vor dir finden. Ich werde sie vor dir finden und dann werde ich ihren Kuchen backen und wir werden beide ganz fröhlich dabei sein. Und du musst nicht da sein. Puh, Game Face. Ich weiß natürlich schon, um wen es sich handelt. Nee, hier muss ich nicht rein. Und zwar schafft die Alte in... Falsche Taste. Da hinten, in dem... Laden, der da heißt... Bennett Mare. Oder Mare, glaube ich. The Bennett Mare. Yes. Jetzt habe ich, wollte ich, was ich eigentlich gerade eben sagen wollte, jetzt bin ich in Folge 6 schon dabei, Folge 7 sind wir, glaube ich, schon dabei, meine keine Sidequest-Rule zu brechen. Hm, toll. What's on the menu? Nein, ich glaube, da sucht dich jemand. Jop. Yep. Sicher, Sweetheart. Was auch immer du mir sagen willst. Ich bin ganz Ohr. Es fällt auch gar nicht auf, wenn du während deiner Schicht einfach mal mit einem Kunden nach hinten gehst. Was machst du eigentlich hier? Was ist genau dein Beruf? Aha, aha. Geht das auch einen Ticken schneller? Aha, aha, aha. So, are you working with them? You think you can take me? You so much as touch me and you're going to lose fingers. Sweetie, wenn ich wollte, wärst du schon längst tot. So, the Alakir know where I am? What do they offer you? Gold? Ich bin mal nicht so fies drauf. Ich sag einfach mal, das. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, ja, für alle, die nicht nur im Englischen möchte sind, die beiden Kerle, die ich eben vor der Stadt am Eingang der Stadt getroffen habe, besuchen sie und ihr will ich jetzt quasi helfen. Damit die... Eamon. Das ist eine Adlige. Mhm. Das lasse ich nicht zu, keine Angst. Das habe ich nicht vor, nee. Also das habe ich vor, sie daran zu hindern. Sie sind Mercenaries, nur in it for the money. They're led by a man named Kamatu. Get rid of him and the rest will scatter. I don't dare show my face, lest they... Könnt sie auch einfach alle nachher noch abschlachten? Was hältst du da davon? Krieg ich die meisten Erfahrungspunkte dafür. Roleplaying, fuck yeah. Ja, wo könnte ich die finden? If he's locked up in the jail, perhaps you can get it out. Please, I know I'm asking you to do something difficult, maybe even dangerous. I just don't know who else I can trust.
stimmt. Ja. Und genau, soll ich entweder kann ich jetzt den, also nochmal vorne, die beiden Rotrikaner, die beiden Schwarzen, die am Anfang am Türeingang standen haben, die haben sie halt gesucht und ich kann jetzt hingehen und sie verraten. Oder ihr quasi helfen und die ganzen Mercenaries, die ganzen, wie heißen sie denn? Die bezahlten Killer quasi umbringen für sie, was ich auch machen werde, da. Schnauze. Da ich halt so drauf bin. Punkt. Ich kann eigentlich mal pennen gehen. Ah, wahnwitzig hin und her Rennerei. Und ja, das müssen wir, glaube ich, einen, der momentan im Knast ist, nach dem Aufenthaltsort der Homies fragen. Alles klar. Und nein, ich weiß, wo es lang geht, danke. Und dazu müssen wir uns halt aber erst. Das klang nicht so gesund. Müssen wir uns halt erst. Ja, ich glaube, in die Gefangen nehmen lassen müssen wir uns nicht. Aber wir müssen irgendwie in den Knast kommen. Und dazu warten wir erstmal oder schlafen wir erstmal bis zum Morgen. Denn Morgenstund hat Gold im Mund. Der steht immer noch da und spielt. Du hast aber ganz schön Ausdauer, Kollege. Blim, 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 brown. Okay. Dann können wir uns, glaube ich, auf der Karte auch anzeigen lassen, wo der Kerker ist, wo wir hin müssen. In my time of need. Genau. Talk to the, also zu dem Gefangenen. Genau. Zeigt mir jetzt an, wo ich hin muss. Nee, tue ich natürlich nicht. Das ist schlecht. Wo geht's denn hier zum Kerker? Da oben. Ich bin jetzt gerade unschlüssig. Da. Doch, ich glaube, da oben in dem Schloss geht's dann zum Kerker. Wobei es würde eigentlich relativ wenig Sinn ergeben, wenn der Kerker im Schloss wäre. Wisst ihr was? Ich gehe mich mal auf die Suche nach dem Kerker machen und wenn ich da angekommen bin, sehen wir uns gleich wieder. Momentchen! Und, jo, da sind wir wieder. Es war tatsächlich im Schloss. Seltsamerweise. Moment, ich bin gar nicht aufnehmen. Doch, ich bin aufnehmen. Fuck! Es war tatsächlich im Schloss. Wie ihr gerade sehen konntet. Ich bin gerade gleich verwirrt. Und irgendwo hier hängt dieser Kollege rum. Der, glaube ich, nicht. Von dem wir genau diese Information erhalten. Wo die Homies ihren. Ja, da ist er, glaube ich. Genau. Ja, ich muss den Homie finden, der die andere Tussi sucht. Wohl kaum. Bestimmt, was geht? Was brauchst du? I have dishonored my brothers by being captured. So they have left me here. Ja. My life with the Alakir is over now. But I have no wish to die in this god's forsaken land. If I can be released from prison, I may start over. See to that. And I'll tell you what you want to know. 100 gold will secure my release. You can afford that. Wenn es sonst nichts ist. I suppose you'd better hope you can. Get the money into the hands of one of these guards, and I'll tell you what you want to know. Ja, klar. 100 Tacken, sonst kein Problem. Ey, du, Homie? Dich würde ihn gerne freikaufen. Ja, das ist what I'm going to do. Warum hast du vielleicht einen russischen Akzent? Ja, mach mal auf. Mach mal auf. Hallo? Ja, du bist frei, Kollege. What are you looking at? Yep. You buy my hand, and I'll tell you what you want to know. Ja, hab ich doch. Okay. Come
Matu is west of Whiterun. It's an unassuming little cave called Swindler's Den. The Swindler's Den. You set foot in there, you're never coming back out. They'll kill you. But that's your problem, not mine. Das wird der Problem gleich. Genau. Könntest du mir die 100 Gold-Dinger wieder zurückgeben und lass ihn drin. Ist auch okay. Ja, wir werden jetzt mal schön ein paar Söldnern. Söldnern ist das Wort, das ich eben gesucht habe. Das deutsche Wort für Mercenaries. Den werden wir mal schön auf die Schnauze geben. Ich bin so ein bisschen Kampfeslust. Also bisher waren unsere Abenteuer doch eher von Lauf dahin, klimme diesen Berg, sprich drei Drachenwörter, gepflastert. So ein bisschen auf die Schnauze ist da eigentlich ziemlich das, worauf ich gerade Bock habe. Das lasst uns mal sehen. Zudem auf der Karte markiert, wo wir hin müssen. Nee. West from Whiterun. West ist doch irgendwo. Wo ist der Westen? Moment. Kommt das nicht angezeigt irgendwie? Time of Need. Kill Keanu Reeves. Das werden wir tun. Aber kommen wir jetzt auf der Karte angezeigt. Kommen wir jetzt auf der. Heiligsblech ist auch im Arsch der Welt. Okay, machen wir mal in die Nähe kommen. Wobei wir jetzt noch kloppen. Wisst ihr was? Ich latsche jetzt dahin. Das müsst ihr nicht mit ansehen, sondern. Ja, dass das schon ein Stückchen ist, würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich an der Höhle angekommen bin. Ich werde dich noch ein bisschen einkaufen. Muss ich noch ein bisschen einkaufen? Ja. Ich werde noch einmal zum Händler gehen, Zeug, Fern einkaufen und mich vorbereiten auf diese epische Queste, um die junge Dame von ihrem Leid zu befreien. Und dann werden wir uns vor der Höhle des Feindes wiedersehen. Bis gleich. Yes, und da sind wir wieder nach einem langen Fußmarsch und zuvor häufigen Einkaufseskapaden. Dann bist du der Höhle der Söldner geschafft. Vor allem der Söldner. Weil das ein Wort ist, das immer sehr männlich, aggressiv und böse ausgesprochen werden muss. Da alle Söldner bedingungslose, eiskalte Meuchelmörder sind. Ja, unterwegs habt ihr nicht viel verpasst, außer zwei Wölfe und jede Menge Grünzeug. Und das ist ja, glaube ich, Klüge. Ja. Der hat mich schon gesehen, hat gesehen, dass ich mit einem Pfeil und Bogen auf ihn gezielt habe. Aber der sieht das nicht so eng. Und da wir ja Stealth Silent Dude McGee sind und schleichen können wie sonst was, würde ich sagen, killen wir ihn Solid Snake-like. Wo ist er denn? Oder sie, besser gesagt. Wo ist er denn? Da muss sie irgendwo rumstehen. Da hat sie eben irgendwo rumgestanden. Da hat sie doch. Ah ne, da unten drunter. Wo bin ich? Da unten müsste eigentlich stehen. Oh. Okay, lassen wir das. Was habe ich noch gesehen? Stirb! Wow. Okay, jetzt sind so gestrahlt, dass ich hier oben stehe. Hey, Mr. Bandit. Wie sie wegläuft. Ach, wie süß. Komm her. Komm, ich komme auf dein Niveau runter. Du hast ja gar kein AP. Das ist ja langweilig. Gott, bist du langweilig. Gut. Aber bevor wir jetzt da reinstürmen. Ja, epische Musik. Habe ich vor. Nee, als ich in der Stadt noch war. Von dem. Vom Alchemie habe ich noch ein Level abbekommen. Und das sollten wir gleich mal vergeben. Und zwar, ich glaube, den Hauptpunkt, also den Energiepunkt setzen wir in HP. Und was können wir noch skillen? Alchemie.
halte ich noch zu früh. Ich will noch ein bisschen für Magie, die wir mit auch ein bisschen pushen, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Neon Genesis Evangelion Referenz, ahoi. Referenz. Es ist traurig, dass es kein wirkliches deutsches Gegenstückwort zu ja, diesen typischen In-Jokes im Englischen werden die ja meistens als Reference bezeichnet. Haben wir im Deutschen nicht. Ach, das habe ich noch gar nicht. Cast Apprentice Level Destruction for okay. Somit kann ich die Schüler-Skills Zauber in Zerstörung für nur halb so wenig Mana zaubern. Das heißt, können eigentlich Feuer casten, bis der Arzt kommt. Würde ich sagen, feuerfrei. Lass mal schauen. Ja, das sieht ziemlich lang anhalten dann. Aus. Wo ist mir? Ist gerade eine Fliege im Kopf rumgeflogen. Ich glaube, es war nicht im Real Life. Aber auch Bienen fliegen im Spiel rum und die können ihr einsammeln und das sind Alchemie-Gegenstände. Fäden, da schon mal eine Biene her hat rumfliegen sehen und wundert sich, was zur Hölle. Gut, dann speichern wir noch einmal. Betrachten die Helme noch einmal. Und hauen ein paar Söldner auf die Schnauze. Söldner! Ladebildschirm! Söldner! Gott, ist das ja dunkel. Stimmt, eine der Mods, die ich installiert habe. Oh. Ja, hat auch die Dunkelheit noch dunkler gemacht. Zack. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Bogenschütze im Dunkeln, den du niemals sehen wirst. Ich hab dich aus den Augen verloren. Ich bin Schlagring Quack. Wo ist er denn? Irgendwo? Der kann nicht weit sein. Ich höre Geräusche rechts von mir, das wäre schlecht. Da ist er. Palim, toll. Hauptsache werden wir in meinem Let's Play mich anschreiben. Das ist eine Frechheit, wie auch immer das war. Ah, es ist viel dunkel, ich sehe ja gar nicht. Ich hoffe, ich sehe im YouTube-Land noch irgendwas. Oh, er hat mich gesehen. Habe ich nicht gesehen. Zack, in die Fresse. In die Fresse, ich glaube, er sieht davon gar nichts. Ich drehe mal ein bisschen. Wow, hallo. Ja, ich drehe den Self-Modus mal ein bisschen runter. Und ich glaube, damit ihr Leute zu Hause was seht, drehe ich gerade mal das Gamma ein bisschen hoch. Genau, bei Load. Settings. Das muss ich alles betrachten, wie immer, weil wir so unglaublich professionell sind im Winterland. Brightness. So, ich glaube, das sollte reichen. Ja, das kann man zumindest grob erkennen, was abgeht. Wo sind wir gleich hier von dem Homie? Hier. Ne, Seal Error. Hier. So viel Thema. Jetzt kann man viel besser erkennen. Wo liegt die Leiche? Wo liegt was rum? Ich sehe nichts. Homie Nummer 1. Homie Nummer 2. Aus der Stille in die Fresse, keine Chance gelassen. So, das ist der Weg des echten Ninja-Magier. Das ist eine tolle Klassenbezeichnung. Ich bin Ninja-Magier. Stealthing around, up and down. Leather Boots, Mana, genau. Rote Mana Potion, aka HP Potion. Alles mitgenommen. Laterne? Nee. Brauchen wir nicht. Das ist ein Bogen. Hunting Bow, ich glaube, der ist schwächer als Mana momentan. Was da ein Bogen rumliegt, hat doch irgendeine höhere Bedeutung. Könnte es vielleicht sein, dass direkt um die Ecke hier an die perfekte Gelegenheit ist, seine Feinde wegzusnipen? Oh, da hinten steht schon einer. Steht da noch wer? Da ist noch einer. Da hast du, glaube ich, sogar eine Mage. Ne, ist kein Mage, ist ein normaler Krieger. Ich mach erstmal schon einen Pfeil in die Fresse und ist direkt tot. So geht das!
Jo, Tod und Zerstörung. Mord. Blut und Blut, Blut. Banditen saufen Blut. Stirb. Oh, ich glaube, der hat nicht ganz so auf Stirb gehört, aber... Zack. Ich stehe auch direkt vor seiner Fresse und er sieht mich nicht. Selber schuld. Selber schuld. Ja, nichts Aufregendes dabei. Das Problem mit den Low-Level-Gegnern und nämlich den meisten Gegnern, dass sie meistens ziemlich uninteressantes Loot dabei haben. Stahlpfeil nehmen wir, den Rest kannst du behalten, Homie. Köstliches Skewa am Spieß. Was haben wir hier? Oh, ein kleines Lederbeutlein und ein HP. Warum tue ich halt alle Tränke falsch zuordnen? Und ein Stamina-Trank. Ach, das war nicht vor lauter rumgestellt und irgendwelche Fallen reintreten, weil es wäre mir nicht zum ersten Mal passiert. Und wie immer, regelmäßig speichern. Oh, da ist eine richtige, da ist ein richtiger Pulk. Da oben, das sieht mir stark nach einem Mage aus. Ich würde sagen, hauen wir den mal als erstes weg. Vielleicht schaffen wir es, den noch auszuschalten. Und dass die anderen das sehen. Wenn er da hinten da so rumsteht und er mal stehen bleiben wird, na, hinter der Kiste habe ich schlechte Karten. Was ist denn sonst noch so? Den. Hallo? Ich würde sagen, wenn wir oben den ausschalten, haben wir schon mal gute Karten. Vielleicht hat das keiner bemerkt. Ansonsten nochmal drei Leute hier unten an der. Vier Leute an der Schnauze. Der hat es noch überlebt. Und er ist ein Mage. Und okay, das könnte ein Problem werden. Okay, das interessiert schon allgemein ziemlich wenig. Aber dich hast du aus dem Weg geräumt. Bandit Nummer 2 aus dem Weg geräumt. Wer will noch mehr? Komm her. Dann alle brennen. Brennen sollt ihr. Brennen. Oh, ich habe keine Mana mehr. Ich will gar nicht wissen, wie früh ich meine Mana losgeworden wäre, wenn ich nicht vorher drauf geskillt habe, dass mein Zauber nur die Hälfte an Magie kostet. Da kommt einer. Ja, stirb. Haha. So, ich würde sagen, ich glaube, jetzt müssen wir langsam auf konventionelle Waffen umsteigen. Zumindest mal den Bogen. Da haben wir noch so einen Bogenschützen. Komm, komm. Ha. Keine Chance gegen die Macht von Winter. Oh, Outlaw Bandit mit Mana-Schild. Und Flame-O-Magic. What you want? What's up, Dog? Und hab ich sogar getroffen. Heilige Scheiße. Ich bin so genial. Es ist kaum auszuhalten. Ja, renn auf mich zu und heil dich dabei. Das ist Skill. Ja, das habe ich gerade mal vergessen. Es gibt mir Flame. Zerstörung. Mehr Tod, mehr Zerstörung. Ich hoffe, dass ein Psychiater das ja niemals sehen wird. Bin schon, wenn ich mal irgendwann einen haben werde. Oder irgendein kundensuchender Psychiater sieht das hier und denkt sich: Winter, Winter, Pupinter. Mann, du hast Probleme. Worauf ich sagen kann: Richtig, habe ich. Aber solange ich Leute, brennende Leute, in Stücke hacken kann, ist die Welt noch in Ordnung. Ha. Ich würde sagen, den Raum haben wir ziemlich auf epische Art und Weise gesäubert, geleert, vom Abschaum befreit und noch ein episches Wort. Gecleant. Was hat denn der in der Seite stecken? Der hat doch da irgendwas. Ich habe alles auf, was ich eigentlich gar nicht haben will. Ach, das ist von der Pflanze hinten dran. Ich dachte schon, was hat denn der für ein abgefahrenes Amulett? Ist da waren sieben Amulette? Knete nehmen wir alles mit. Knete, Silberhalsband nehmen wir mit. Geldbeutel nehmen wir mit. Alles nehmen wir mit. Und
da ich einfach mal diesen epischen Sieg von hier so quasi auf meinen Schultern ruhen lassen will, würde ich sagen, beenden wir die Folge mal an der Stelle, bevor auch wieder das eine dreitägige Folge wird. Und dann schalten wir auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, Winter haut Banditen auf die Schnauze. Oder so. Ja, wie steht's? Danke ich euch fürs Zusauen. Wenn ihr wollt, Lust habt, dann liked mein Video. Wenn nicht, auch. Lasst einen Kommentar. Teilt die Videos mit einem Kollegen. Keine Ahnung. Druckt das Video aus und schickt es an den Bundespräsidenten. Alles, was euch einfällt. Damit die Legende von Winter weiterleben kann. Damit er doch bis alle Ewigkeit Söldner jagen kann. Na gut, aber in der nächsten Folge geht es sowieso weiter mit Söldner jagen. Also von daher habt ihr so oder so verloren. Ja, genug gelabert. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und tschö mit tschö.